Okay. Das war doch wie so geplant. Auf. Boah, ich glaube, wenn ich mir so die Schnauze angucke, dann würde ich schon sagen, dass das ein Mod ist. Oder habe ich einen Volvo drin? Ich habe keinen Volvo drin. Laut Liste zumindest. Aber ich kein Volvo drin. Ja, wenn das noch nicht drin ist, haben wir scheinbar kein Volvo drin. Ja. Scheinbar kein Mod. Es sei denn, ich habe den. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es mal, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt aber auch egal. Gut, keine Beschränkung. Dann wollen wir mal ab nach eine Kina, eine Keiner. Jetzt weiß ich, was ich nachgucken wollte. Ausgesprochen wird. Aber es kann natürlich sein, dass ich vielleicht doch noch einen Mod irgendwie reingepackt habe, den ich halt aus dem Steam Workshop habe. Ich weiß es aber nicht. Hat auch sogar einen Drehzahl liegen, ne? Eine Landstraße viel. Nein, nicht unbedingt, obwohl ja auch schon so ein bisschen. Genau, eine Kino. Genau, Post. Called it. Einfach mal parallel nach, damit ich es beim nächsten Mal nicht falsch ausspreche. Ab auf Highway 17. Ich meine, das heißt Highway. Ich hoffe, es heißt Highway. Ich habe hier noch mit einer Autorie suchen müssen, separat zusätzlich. Egal, ich spreche es einfach so lange mir keiner aus. So lange ich nicht weiß, was ausgesprochen wird. Boah, ne? 640 Kilometer. Nach Osten. Das zeigt mich kein Tempomat, ja. Okay, perfekt. Als die Mischung, wo der ist. Ich sehe mal, wo das ist, das Zeichen. Dann fahren wir durch den höchsten Gang des Volvos. Aber in der Kleine sah schön aus, also das, was man mal gesehen hat, also Wald. Einfach ein Touristengebiet oder Tourismus, das gibt es dort auch. Aber ja gut. Ist
ja auch normal. Also, das heißt normal. Also es ist relativ normal, aber halt nicht selbstverständlich, dass es Tourismus ist. Das, ja. Wenn nicht im Leben, dann gibt es so viel Tourismus. Und lieber Tourismus. Sind wir ja Island. Uhr 33 am Morgen. 33 am Morgen. Okay, das heißt, wir werden zwischendurch nochmal uns hinlegen, einfach aus dem Grund, weil wir zu früh da wären, damit wir wobei nehmen wir gerade Zeit? Ne, wir machen Zeit gut. Oh, wir halten sie bei, besser gesagt. Ja, dann werden wir das so machen, dass wir... Wir holen sogar Zeit auf, dann werden wir das so machen, dass wir nochmal uns aufs Rohr legen, damit wir im erwarteten Zeitraum dort sind. Mal gucken, vielleicht machen wir noch halber Stunde Pause oder so. Und angeln kann man so offenbar auch gut, wenn ich jetzt gerade richtig überflogen habe nebenbei. Gibt es zumindest Angelvereine und so weiter. Aber mich wundert echt, dass mit dem Mautstellen, also nicht Maut, sondern mit den Wagen, mit den Raid Stations, dass wir dann noch nicht rausgezogen worden bisher. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals in Staffel 3, dass wir da irgendwann mal kurz vor einer, das war auch kurz vor einer Grenze oder relativ nah bei einer Grenze, die Wavestick, aber es wird auch rausgenommen worden. Nein, nicht. Und das war auch noch, also entweder war das noch in Kanada oder schon in Amerika, je nachdem. Aber das war zumindest im Community-gemappten Bereich. Das ist langsam gefahren, das kriege ich wieder runter auf 85 oder so wahrscheinlich. Den Trailer nur so oder der Trailer auch nur so. Ich sag ja kurz, als ob das rote Licht da hinten einfach blinkt. Krass, sogar 83 km pro Stunde, aber sogar noch weniger. Plus noch weniger. Immer noch weniger. Das ist ja schon wieder ungewöhnlich langsam. Und auch unangenehm langsam. Fahrwerktempomat 79. Ich dachte, wir müssen ein abbiegen, aber es wird einfach länger. Ach ja, ist das nicht schön. Das ist auch der Van da vorne, der so einfach so lange fährt, oder? Das ist doch bestimmt Touristen.
Eieieiei. Es wird noch lange so weitergehen. Spätestens vielleicht, wenn man vom Highway 17 oder wenn der Highway 11 auf den Highway 17 trifft, da könnte das danach vielleicht ein Stückchen schneller vorangehen, aber auch nur ganz eventuell. Da bleibt auf alle Fälle viel Zeit, sich umzusetzen und so weiter. Ich bin noch mal überlegen, ob ich das, also gut, kommt auch an, wie sich das jetzt mit dem Gedanken des Parallelaufnehmens oder ja, ich bezeichne das jetzt einfach mal, also den Stream, den ich jetzt hier gerade mache, den bezeichne ich jetzt einfach mal auch als Aufnahme, weil im Grunde genommen streame ich ja so gesehen die Aufnahme und schneide dann halt aus dem Stream dann die Szenen so gesehen raus oder die Folgen raus. Ach ja, ja. Das ist jetzt schon echt eine lange Strecke. Ich denke mal, man wird dann halt auch ordentlich merken, also, was, also, ja, kann man das. Nennen wir es mal, also ich weiß nicht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, also, ich bezeichne das einfach mal als Feature, man wird auf alle Fälle dann die unterschiedlichen verdammt, ich hab's gerade am Kopf gehabt, dann ist mir aufgefallen, kann man das wirklich so nennen? Dann ist mir entfallen, das ist ein unterschiedliche ich nenne es jetzt einfach mal anders, ich nenne es jetzt einfach mal Aufnahmeschemas oder Aufnahme Schemen gibt. Weil bei mir ist ja wirklich so eine, also eine Tour ist ja so gesehen eine Folge oder so nach dem Motto und ich begrüße ja nicht jede Folge einzeln, weil, keine Ahnung, dafür selbst wenn ich aufnehmen würde und nicht das streamen würde, würde ich halt so gesehen, halt so wie ein Stream. Ich würde halt eine lange Aufnahmesession machen oder ja. Und dann halt das Ganze daraus dann und danach halt das so zurechtschnibbeln und dann halt dadurch nicht für jede einzelne Folge Hallo und Tschüss sagen. Ist bei Labern ja ganz anders. Auf den Highway East, ich glaube, das ist der Highway. Ich hoffe, es heißt Highway. Okay. Nee, noch nicht. Was ich auch wiederum nicht verstehe, dass ich eigentlich. Das heißt, die extrem niedrige Latenz halt doch schon. Ich frage mich, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen so einer extrem niedrigen Latenz zur normalen Latenz. Aber, ja. Jetzt können wir zumindest wieder wirklich auf Tempomat 105 fahren. Ich sind wir 104. Das ist auch akzeptabel. Thunder Bay auf unserer rechten Seite.
in Kürze. Ist auch schick. Ich wundere mich, dass es immer noch 100 km/h ist, aber kann ich auch schon. Huh. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist garantiert keine 100er-Zone. Da ist ja echt gar keine Chance, so anzuhalten. Also, nicht viel. Aber wobei die Ampel, die Ampelschaltung, die passt schon. Wenn du über die erste abbremst, dann vor lauter Schock abbremst, da kommst du normal rüber, aber dann kannst du in der zweiten nochmal richtig halten. Du musst aber dennoch hart in die Eisen gehen. Das war jetzt Retarder, das war Feststellbremse und normale Bremse. Also ich glaube Feststellung war mit dabei. Also. Das Speedlimit 80. Ah. Was? Warum jetzt plötzlich Miles? Power. Macht gar keinen Sinn. Wie gesagt, da sind wir schon wieder dabei. Wir sind immer noch in Kanada. Es sind immer noch Kilometer pro Stunde. Oder es ist immer noch das metrische System, was jetzt die Geschwindigkeit anbetrifft und also was die Streckeneinheit betrifft. Aber wir sind halt trotzdem erst gerade irgendwie in die Miles-Zone reingerutscht. Warum auch immer. Also ich verstehe es nicht. Und es fängt an zu ruckeln. Mal schauen, dann können wir ja schon wieder was aufs Rohr legen und bei der nächsten Raststätte überhaupt tanken können. Und jetzt sind wir wieder in. Jetzt sind wir wieder vom imperialen Einheitensystem ins Metrisch reingerutscht. Also irgendwie ist es ab und zu mal ein bisschen komisch, deswegen habe ich mir selber auch gedacht, wir machen das so, wenn wir über die Grenze fahren, stellen wir das um auf Meilen und umgekehrt, und wenn das rumbackt, dann ist dem halt so. So, Wait Station. Dann wird immer noch nicht raus, oder sollen wir nicht raus? Wir sind ja schon ziemlich viele gestanden. Also, vielleicht können wir noch raus, müssen wir noch raus und gucken. Wir werden es sehen. Wir müssen nicht raus. Wann ist denn die nächste Tanke? Die Tanke kommt kurz danach. Da machen wir gleich mal kurz einen Rast wegen uns sogar hin. Ja. Und schauen dann einfach mal, das sollten wir auch rechtzeitig, also sollten wir auch im erwünschten Rahmen dort ankommen. Sprich, was war das noch gleich? Das war 8 Uhr. European Eastern Daytime. Ich bin am überlegen, ob das auch hier gewesen ist.
Oder ob das beim anderen war. Ich war es mit dem anderen. Okay, es war auch hier bei, okay. I like it. Dann, ich hoffe, es funktioniert. Das funktioniert ja ab und zu mal nicht. Mit dem Tank, mit dem Parken hier. Warum auch immer. Nehmen wir es mal hier. Ah, es funktioniert. Mehr kann man auch wenig. Passt. Dann kurz hinlegen und dann. Wir haben nur noch 4 Stunden Fahrt, ne? Also. Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig da sein. Und nicht zu früh, nicht zu spät. Von daher. So, dann haben wir mal noch, oh, nur noch, ist auch gut, nur noch 230 Kilometer, bis wir in Kaina sind. Auf jeden Fall fahren wir scheinbar in den, hier los. Scheinbar fahren wir in den Dings rein, in den Sonnenaufgang. Das ist doch auch wieder schön. Aber ich glaube, das mache ich auch. Also einfach mehrfach den Truck wechseln. Also, dass ich nach einer bestimmten Folgenabstandlänge dann den Truck wechsle. Ist ja halt die Frage, wie viele Folgen. Aber naja, werden wir dann sehen. Und. Haben wir mal einfach mit 70 hinterher, ne? Die Sonne auf, man sieht sie schon so ein bisschen. Auf 79, das war beim letzten Mal ja ungefähr so das Tempo, was sie drauf haben.
Das ist ja auch nur die Frage. Also ja, gucken wir mal, wie das hinnehmen. Werden wir dann sehen. Boah, also erstmal brauchen wir unseren ersten Plan von lange. Das waren 8 Kilometer pro Stunde, obwohl wir limitiert sind. Also obwohl, ne? Also das waren mehr als 79 auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wir können sogar mehr fahren als die 79. Einfach mal wieder hinten dran und gucken mal, wie schnell sie fahren. Scheinbar fahren sie eher so vielleicht 90, 88, irgendwie so was für den Dreh. Bisschen nah an der Gegenfahrbahn. Ja, aber kommen wir nicht näher, das ist die Frage. Wir kommen nicht näher, das ist schon mal gut. Oh, noch 90 Kilometer, wir haben bald diese Tour auch hinter uns. Muss mal gucken, ich glaube die erste war vielleicht so 26 gewesen. 20 Minuten, irgendwie sowas mit dem Dreh vielleicht. Ich war erst schon ein bisschen länger. Aber war ja zu erwarten. Weil ich schon gar nicht mehr weiß, wie ich es damals gemacht habe. Habe, ob ich da, wenn ich geschlafen habe, ob das so gesehen so einen Folgen, so gesehen so einen Tag bis zum Fahren in Folge war oder nicht, das weiß ich gar nicht mehr. Muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Come on, really? Was soll ich fahren? Na okay. Wenn du es willst. Hat gepasst. Wahrscheinlich haut der Bomavi auf 90 an. Die restlichen 60 Kilometer. Ich muss da. Das wird noch spaßig. Ich glaube, in 1 Stunde 47 Minuten war das. 1 Stunde 47, glaube ich, irgendwas in dem Dreh. Für morgen nochmal fertig machen. Das ist etwas lang. Das könnte. Ich glaube, das wird allein nur zum Rendern insgesamt 8 Stunden dauern. Also einmal 4 Stunden fürs. So gesehen verlustfrei und dann noch einmal fürs möglichst verlustfrei freie Encoden. Ich hoffe, das passt.
Wobei das werden. Oh, ja, gut. Ja, es war halt viel hell, war auch bewegend, also ziemlich hell. Mal gucken, könnte sein, dass es irgendwie gerendert so gesehen dann 200 bis 300 GB groß sein wird und dann im Endeffekt so 12 bei 12, ungefähr 12 vielleicht. Mal schauen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, über Nacht rendern macht Sinn. Nicht, dass OBS wieder Probleme macht. Nur gerade raus, und wir sind bei Galen. In der China, erst auf Minecraft. Bisschen später hier getrunken darauf. Boah, will ich einen Volvo, will ich einen Cascadia, will ich einen Mac? Will ich einen Mac Titan, will ich. Boah. Was andere CHU oder so oder was doch mal das war. Oder PHU, keine Ahnung. Wir haben viele Möglichkeiten. Für unseren ersten Truck. Wir haben zwei neue Nachrichten. Also entweder Benachrichtigung und eine Nachricht. Ich hoffe nur Nachrichten. Ich dachte, das kommt nie mehr. Naja, zweite Fracht durch. Schauen wir mal, was für Benachrichtigungen sind. Druckblätter von Dryden nach Nakina geliefert. 662 Kilometer, 18. Ich habe 19 Stunden. Ich zwei Nachrichten, perfekt. Und 346 Erfahrungspunkte. Und wir sind ein weiteres Level aufgestiegen, das heißt, wir gehen jetzt auf Fernfahrten. Oh Gott, oh Gott. Lieferung bis zu 1209 Kilometer. Uff, das ist so.